Das Römische Reich befand sich im 3. Jahrhundert nach Christus in der Krise. Einer der Gründe, die Inflation, ausgelöst durch hohe Armeeausgaben. Kaiser Diokletian wollte die Geldentwertung eindämmen. Er bestimmte Höchstpreise für Nahrungsmittel, Textilien oder für die Löhne von Handwerkern. Wer höhere Preise verlangte, bezahlte mit dem Leben. Die erhoffte Wirkung blieb aus. Die römischen Händler unterliefen das Preisdiktat. Der Handel verlagerte sich in die Tauschwirtschaft. Was bei den Römern scheiterte, scheiterte auch in den USA. In den 1960er Jahren warf die US-Notenbank zur Finanzierung des Vietnamkriegs die Notenpresse an. Die daraus folgende Inflation bekämpfte Präsident Nixon mit Diokletians Rezept. Er setzte 1971 eine Obergrenze für Preise und Löhne fest. Das Resultat? Mehr Schwarzmarkt und Schmuggel. Die Inflation blieb. Auch Ägypten wollte der Inflation mit einer Preisobergrenze Herr werden. Die Regierung subventionierte Weizen und sorgte so dafür, dass Konsumenten Brot für einen Zehntel des Marktpreises kaufen konnten. Brot war billig, doch die Preise für andere Güter stiegen rasant. Diese Beispiele zeigen, Preisobergrenzen für einzelne Güter sind in der Regel der falsche Weg, um die Inflation und die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu dämpfen.